So, weiter geht's mit Final Fantasy 7. Es müsste jetzt irgendwann, ja, weiß nicht, wie weit wir schon sind. Es sind jetzt einige Folgen, die ich schon aufgenommen habe. Aber ich habe noch Bock. Und wir gehen jetzt Costa del Sol erkunden. Ja. Gucken wir noch mal, was das für ein Laden ist hier. Oh, hübsches Haus. Nett. Mhm. Was ist das denn für ein Anzugträger? Hallöchen. So ein weiches Bett. Ein tolles Gefühl. Ja, schön. Ich wollte noch gucken, was der weiße Umhang eigentlich ist. Ich nehme an, das ist ein Zubehör. Antifrosch klein. Das ist natürlich ziemlich geil. Ja. Hat der eigentlich auch irgendeinen Effekt auf Status oder so? Nee, steht hier nicht, ne? Das andere macht nur mehr Stärke. Du lebst mehr und du hast kein Gift. Stärke brauchst du nicht, Mädel. Also, für deine Klasse halt nicht. Sorry. War jetzt nicht so böse gemeint. Okay. Ich finde das Bett so toll. Oh, ist das schön. Okay. Gehen wir hier mal gucken. Hallo? So? Gut. Wo ist du? Mhm. Hier geht es aber wahrscheinlich nicht weiter. Nee, nee. Witzig. Hat so ein bisschen was von die Sims, ne? So diese isometrische Drauflicht. Oh, ein Keller. Oh, ganz viele Dinge. Kraft erhalten. Ja, Sir. Oh, diese Objekte sind gratis. Bedien dich. Ja, nee, ist klar. Ich hätte dir die sowieso geklaut. Motor Drive erhalten. Und hier eine Kiste. Komm, was ist drin? Feuerring. Sweet. Gucken wir doch mal rein, was wir hier noch haben. Anti-Feuerangriffe. Diese Qual der Wahl. Die ganzen Anti-Dinger. Ist voll gut. Was haben wir hier noch? Motor Drive ist für tiefer eine Waffe. Okay. Kraft. Stärke. Barret kann Stärke gebrauchen. So sieht's aus. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, Dinger. Und jetzt müssen wir mit dem noch reden, ne? Wie sieht's aus mit dir, hä? Jesus, mein Kreuz bringt mich um, du. Ja, Sir. Ja, guten Tag, ich bin der Manager. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Also, wenn du mich bitte entschuldigen würdest, dann gehe ich. Gute Nacht. Okay. Na gut, dann schlaf du mal. Ich will dich ja nicht stören. Was mit dir? Immer noch bei... Bett. Okay. Kriegst du einen Bettgasmus? Hui. Aber gut abgestaubt. So, schauen wir weiter. Da kommen wir nicht hin. Da oben ist immer so eine Ische da rechts im Fenster manchmal. Da, genau. Also die macht da ihre Gymnastiken. Hallo? Nein. Nichts mit Flirten. Was ist mit dir so? Hier unten, guck. Sag mal, langweilst du dich nicht? Nö, ist okay. Oh, wirklich? Ja, mir ist etwas langweilig. Los jetzt, zurück an die Arbeit. Was? Hier bitte, der Touristenführer von Costa del Sol. Was möchtest du wissen? Wo ist denn das Gasthaus? Mal sehen. Also, ich empfehle einen Erholungsort am Rande der Stadt. Okay. Wo sind die Geschäfte? Falls du nach Souvenirs suchst, empfehlen wir Butchs. Butchs klingt eher, als wäre das irgendwie ein Schlachter oder sowas. Oder ein Hardware-Store, also ein... Was ist denn das in Deutsch? Ein Eisenwarenhandel. Zeig mir die Stadt. Ey, warte mal, ich schau mal nach meinem Führer. Darf ich mich Ihnen als Führer anbieten? Ah, hier heißt es, Costa del Sol ist das Tor zum Westen und sie verfügt über einen weltbekannten Erholungsort, den es schon seit ewigen Zeiten gibt. Na komm schon, ist mir egal. Na, wenn du Spaß suchst, dann geh an den Strand. Da liegen voll die geilen Weiber. Wunderschöne Frauen, also eigentlich, naja. Du bist nicht zufälligerweise reich? Na klar bin ich reich, Mann. Du machst Witze, das sehen wir dir sofort an. Aber ich sag dir Bescheid für den Fall der Fälle. Also, wenn du dich jetzt hier in Costa del Sol entspannt hast, dann geh mal zur Gold Saucer. Es ist ein reicher und aufregender Ort für ein Spiel.
Oh ja, wir werden zu Gold Saucer gehen. Das wird so großartig. Das werden Gold Saucer. Ach, lass mich mal raten. 10, 20 Folgen, 30 Folgen Gold Saucer? Irgendwie so. Wird schön. Geh in südlicher Richtung zu Gold Saucer. Dort findest du Casinos und einen Vergnügungspark. Aber falls du vorhast zu laufen, musst du Gebirge und Täler durchqueren. Also mit deinen Schuhen würde ich dich dir davon abraten, ne? Ja, aber wenn du die Reise machst, dann solltest du wenigstens einmal dorthin gehen. Ja, ja, machen wir. Mehr hast du nicht zu sagen, ne? Nee, gut. Dann gehen wir mal in die Bar. Hallo, Bar. Die Bar ist groß. Hey, Surfbrüder. Ja, wir sind jetzt alle auf dem Weg rüber zu Gold Saucer. Wir machen eine Menge Moos beim Chocobo-Rennen. Dann fahren wir zum Gasthaus zum Eiszapfen und Snowboarden. Lass mich kurz überlegen. Da werden wir auch noch hinkommen. Merkt euch das schon mal. Ich glaube, da kommen wir auch noch hin. Yep, kommen wir. Ja, Snowboarding ist dieses Jahr angesagt. Ist das Surfen hängt mir zum Hals raus. Zu warm. Ja. Boah. Alles klar. Du willst trinken? Ja, ist okay, lass dir Zeit. Ein Bier nach dem anderen. Ich kann heiße Orte nicht ertragen. Okay, dann geh halt woanders hin. Hick! Also mal, bestellen. Haben wir jetzt nicht mehr alles ausgesoffen. Ist das nicht der Bodybuilder Joe aus der Ebene aus Sektor 6 oder so? Nee. Mucki, das ist ein super Name. Ich mag diese Stadt wirklich. Du könntest fast nackt herumlaufen und keiner würde sich nach dir umdrehen. Richtig. Was bist du für einer? Hey, komm bitte. Also, wenn du nichts von mir kaufst, dann komme ich nicht über Runden. Denk an meine Frau und meine Kinder und die ganzen Halbwaisen, die ich habe. Ja, richtig. Hast du deine anderen Frauen umgebracht oder wie kommst du darauf? Oh yeah. Ja. Wie schlecht ist das denn mit Kohlereif? Ich fände es geil, wenn man vorher sehen könnte, was die Platinreif. Wahrscheinlich hat Platinreif auch mehr Slots. Wir nehmen mal. Oh, siehst du, Slot doppelt? Kohlereif. Warte mal. Was ist mit Verstärkung gemeint? Verdammte Axt. Wenn ich das jetzt schon wieder wüsste. Gott, ich. Weißt du, Service-Sache, ich guck eben kurz nach, was Verstärkung ist. Weil irgendwie. Ne, will ich ja wissen. Was ist das denn? Equipment. Nicht für den Fall. Sorry. Ich schneide halt nicht, weil ich dafür keinen Bock zu habe. Deswegen muss ich kurz warten. Verstärkung? Na gut. Suchen wir mal kurz. Waffen. VSD gibt die Verstärkung an. Gucken wir mal kurz rein. Angriffsstärke. Separat Sport der Schächte. Mit welchem Wert die APs multipliziert werden? Das heißt, die Substanzen werden schneller, besser, wenn man eine höhere Verstärkung dran hat. Ja, dann lohnt sich natürlich. Ich meine, Verteidigung ist halt schlechter, ne? Aber du hast schneller, bessere Substanzen. Dann nehmen wir doch mal einen mit. Und nehmen wir hiervon auch nochmal einen mit. Weil gute Verteidigung. So. So, lieber. Jetzt kriegst du erstmal einen Platinreif. Nitrinarmband. Lächerlich. Das ist ein Kohlereif. So, Substanzen. Das kannst du nämlich noch einen mit reinnehmen. Nimmst du noch einen Ifrit mit? Gut, die sind eh einzeln. Stehlen, Überfall. Das muss ich natürlich wiederum prüfen. Okay. Da kann man einfach angucken. Okay. Ordnen. Alles wegwerfen. Also entfernen, wegwerfen. Ich will nichts wegwerfen. Gut, hätten wir das erledigt. Ja, okay. Wir haben ja was gekauft. Ja, sind glücklich. Komm. Gut, haben wir die Bar auch. Wenn man sonst Barrett nicht in der Gruppe hätte, würde Barrett bei den, Bodybuilder wahrscheinlich stehen im Matrosenanzug oder so ähnlich.
Jo. Ah, da ist er ja. Im Schatten. Sehr gut. Hey, Red. Das ist interessant. Es ist nicht so, dass ich tun will, was ich tue. Verstehst du? Mein Schwanz hier bewegt sich ganz unabhängig von meinem Willen. What? Du bist... Ja, der Schwanz hat ein Eigenleben. Das ist korrekt. Hey, Kinders. Hey, Kinders. Guck. Ach so. Der Schwanz spielt mit. Oh, ist das süß. Pump. Oh, ist herrlich. Hey, Juffi, was machst du da? Ah, Cloud. Ich würde gerne schnell einen Markt machen, okay? Ich verkaufe Substanzen. Warum kaufst du mir nicht was ab? Klar. Wo hast du die her, die Substanzen? Da habe ich das Gefühl, die habe ich alle schon. Heilen. Aber ich habe kein Geld. Scheiße. Was ist mit dem dicker Typ? Hallo? Kollege? Sag mal was. Hey. Batsch. Wir haben Glück, dass diese Puppe hier als Teilzeitkraft für uns arbeitet. Ja. Ist die Frage, ob du was abkriegst von ihren Einnahmen. Hey, wie wäre es mit einer weichen, speziell in Costa del Sol angefertigt? Als ein Andenken an diese wundervolle Reise? Was ist eine Weiche? Oh nein. Okay, ich glaube nicht, dass wir... Na gut, wir brauchen schon weich. Weil er weist uns darauf hin, dass wir weich brauchen. Das bedeutet, das Spiel schenkt einem ja nichts, ne? Das bedeutet also, dass wir demnächst Gegner treffen werden, die vermehrt Versteinern haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in der nächsten Episode nochmal hier auf ein bisschen leveln müssen, weil wir brauchen mehr Geld, müssen mehr Dinge kaufen. Das funktioniert sonst nicht. Verdammt, schade. Hey, hey du. Sag mal, hat dein Freund eine nette Dame? Sie kam vor einiger Zeit herein und suchte nach ihm. Solltest du sie nicht suchen? Was willst du tun? Willst du sie einfach vergessen und zu Bett gehen? Nee. Oh, vielen Dank. Mach dir keine Sorgen. What? Hä, was ist das denn hier? Alter, lässt du mich mal durch? Nein, lässt du nicht. Okay. Lass mich durch. Ich will da raus. Egal, warte ich halt ab, bis er durch mich durchläuft. So, weil man kann nicht durch ihn laufen, weil er ein Hindernis ist, aber er kann durch mich laufen, weil sein Laufpfad nicht von mir versperrt wird. Huch, was mache ich denn im Klo? Scheinbar nichts. Aber schön, dass es überall so Inns gibt, auch wenn es da gar keine Gegenstände gibt. Sind die trotzdem ambientig. Also, wir können doch hier einige Substanzen kaufen. Und wir können Gegenstände kaufen. Oh, Cloud! Hey, schau dir das an. Irgendwie kommt mir Bikini komisch vor hier. Aber was? Wer? Klar, Hojo? Der Mann da drüben. Das ist Hojo. Ist das Hojo? Ja, geh rüber und sprich mit ihm. Alles klar, Hojo. Gott! Gott, was willst du? Achso, oder sie. Gott, was willst du? Ich will mit dem Mann sprechen. Hey, was glaubst du, wer du bist? Professor Hojo, dieser schreckliche alte Mann sagt, er will mit dir reden. Ich hab zu tun. Aber, schade. Nein, warte. Ich erinnere mich jetzt an dich. Gott, wie hätte ich ihn nochmal gesprochen? Scheiße, wenn ich das wüsste, der war richtig gut letztes Mal. Ja, ich erinnere mich jetzt. No, es ist lange her, Cloud. Hojo.
Manchmal muss man einfach etwas, so etwas tun. Was tust du? Das ist doch offensichtlich. Ich sonne mich. Nein, antworte mir auf meine richtige Frage. Ich glaube, wir beide haben das gleiche Ziel. Du meinst Sephiroth? Hast du ihn gesehen? Ich verstehe. Was ist los? Nichts. Ich habe mich nur gerade an eine bestimmte Hypothese erinnert. Hattest du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Oder dass du an einen bestimmten Ort gehen musstest? Ich gehe überall hin, wo Sephiroth sein Unwesen treibt. Um ihn zu schlagen und all dem ein Ende zu machen. Ich verstehe. Das könnte interessant sein. Du warst also bei Soldat. Möchtest du mein Versuchskaninchen sein? Und was ist denn jetzt? Siehst du dein Schwert? Laut nicht. Wenn er stirbt, finden wir nichts heraus. Ja. Sag mal, warst du nicht die vom alten Volk? Ich bin Eris. Sie können sich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich möchte, dass Sie mir etwas sagen, Professor Hojo. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin. Hat mir meine Mutter gesagt. Deine Mutter? Ah, du meinst Inferna. Wie geht's ihr? Du Arsch. Wissen Sie es denn nicht? Sie ist tot. Ich verstehe. Professor Hojo? Ist Genova vom alten Volk? Ist Sephiroth vom alten Volk? Haben wir alle das gleiche Blut? Nach Westen. Er murmelt vor sich hin. Das kann nur bedeuten, dass er etwas zu verbergen hat. Hey, antworte mir! Es hat keinen Zweck, es ist sinnlos. Ist ein Seestern hier? Oh, ein Seestern. Schön hübsch. Hey, Kollege. Hey, falls du zum Berg Korrel gehst, solltest du besser etwas Weiches kaufen. Zumindest sagen sie das immer, oder? Sei vorbereitet. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Hey, ich bin kein Idiot. Ich verkaufe nicht das Fell des Bären, bevor ich ihn gehäutet habe. Ziemlich gut, hä? Ja, du bist absolut Spitzenklasse-Macker. Ja, ich würde sagen... Irgendwo müsste, eigentlich hätte ich tiefer da auch, also wir kommen nochmal zurück. Ich war eigentlich sonst nicht tiefer da unten. Hieß es. Aber so ist auch in Ordnung. Hui, zurück. Nö, jetzt ist alles gut, ne? Ja, gut, okay. Wir haben immer noch nicht, dass Hojo mit uns reden will. Sollen wir nochmal mit ihm reden? Wahrscheinlich macht er das nicht, ne? Nicht mal in dieser Hitze zieht er seinen Laborkittel aus. Ich schätze, das weist ihn als Intellektuellen aus. Ja, eher als Obernerd mit Sonnenallergie oder so. Ich meine, da fährt er den ja an, weil seine Haut darunter recht schrumpelig und hässlich ist oder so. Ich weiß es ja nicht. So, die spielen noch. Da können wir nichts kaufen. Können wir da rein? Oh ja. Oh, hallo. Tiefer. Oh, Englisch. Oh, right. Yeah, mit amerikanischem Akzent. Daran erinnere ich mich auch. Wo ist... Ach, da oben.
Naja, und erinnerst du dich noch daran? Johnny? Entschuldigung, darf ich mal rein? Sie beim Baden stören? Hallo? Ich will spannern. Okay, geht nicht. Cloud, würdest du uns heute bitte allein lassen? Wir haben uns ewig nicht gesehen und manchmal macht es Spaß, zur Abwechslung über alte Zeiten zu reden. Ja, mach mal. Oh, hör auf, das stimmt wirklich. Alter, Kaffeekränzchen. Ja, und dann das andere Mal. Das One-Time in Bandcamp. Hm. Ja. Völlig irre. Gut, ich würde sagen, dann sind wir schon mal so halb mit Kostel das so fertig. Und ich mache hier erstmal wieder einen Cut und mache dann gleich die nächste Hälfte. Bis gleich.